Hi Marc, du hast dieses Let's Just Meet erfunden, dieses neue Social Media Tool, so nenne ich es mal. Wie kamst du auf die Idee? Ich hatte vor einigen Wochen mit meinen Jungs ein klitzekleines Treffen geplant und als ich dann gemerkt habe, was für verschiedene Ansprüche und Vorgaben alleine von 4 Leuten ausgehen können, der eine konnte das nicht, der andere wollte dafür aber das. Okay. Auf jeden Fall wurde aus dem an sich schönen Vorhaben auf einmal eine nervige Sache, vor allem für den, der eingeladen hat. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das muss doch irgendwie einfacher gehen. Ja, und was kann jetzt dieses Tool, was kann dieses Let's Just Meet? Also mit Let's Just Meet kann man sich als Gastgeber einen tollen Überblick verschaffen, schon bevor das Treffen stattfindet. Okay. Auf einen Blick kann er zum Beispiel sehen, wer wann kommt, wer bei was gegebenenfalls mitmacht und wer noch andere Dinge einbringen wird. Okay. Und das macht die Sache dann stressfrei für alle Beteiligten. Und für welche Leute ist das Programm geeignet? Was meinst du? Im Grunde für alle, die nicht wollen, dass aus einer harmlosen Einladung eine Chaosveranstaltung wird. Ja, okay, das kennt man ja. Was meinst du, wann ist das Programm verfügbar? Ja, in der ersten Beta-Version ab sofort. Man muss nur Let's Just Meet in den Browser eingeben und schon läuft's. Hört sich leicht an. Und wie geht's dann weiter mit der Veröffentlichung? Unser Plan ist Start der Let's Just Meet App zum Anfang Juni. Okay. Danke. Hast du denn noch irgendwelche Anregungen für deine Neu-User, die das jetzt wahrscheinlich tausendfach ausprobieren werden? Ja, habt viel Spaß damit und wenn euch was auffällt, was nicht so ganz funktioniert oder ihr noch Ideen habt, dann schreibt uns eine E-Mail. Ja, super. Dann bin ich mal gespannt. Und ich kann nur sagen, als ich habe das Ding mal benutzt, Marc weiß das, und ich muss sagen, das war richtig große Klasse. Ich hatte nachdem ich das benutzt habe, richtig gutes Gefühl und die Veranstaltung war auch klasse. Ja, freut mich. Ja, so muss das sein.